Lightning! Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr es gleich schon im Titel, trollen wir mal ein paar Leute in Bed Wars. Ihr habt es bestimmt vermisst. Wenn ja, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann auch. Also genau jetzt einfach Daumen nach oben anklicken, würde mich mega freuen. Und wenn ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, könnt ihr das auch tun. Aber genügt mit der Eigenwerbung. Ich wollte einmal heute euch fragen, damit ihr das mal in die Kommentare schreiben könnt, welche Gadgets habt ihr schon so? Also kauft ihr euch da nur bestimmte? Weil, also ich habe alle, weil ich halt Teammitglied bin. Aber welche Köpfe, Balloons hier, zum Beispiel hier so ein paar Lootenballoons oder so, welche habt ihr so? Und ja, schreibt das mal unten rein. Würde mich mega interessieren. Oder auch Köpfe. Habt ihr irgendwie den abgekopft schon? Und ja, schreibt das mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in Bed Wars rein und zwar hoffe ich, dass der Server gleich da oben noch voller wird, aber es gibt ein kleines Update in Sachen Trollplugin. Ich glaube, ihr habt das vielleicht schon bei Flo oder Abge gesehen. Und zwar gibt es so ein neues Troll-Item, mit dem man jetzt quasi die Spieler noch einfacher trollen kann oder auch Hacker trollen kann. Im Moment ist das nur auf BW8x1, deswegen war das in meinen letzten Hacker-Bann-Videos noch nicht drin. Mal gucken, ob es irgendwann auch noch auf andere Server kommt. Aber deswegen werden wir das jetzt hier einmal ausprobieren, wie gut das klappt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann direkt in-game, wenn das Ganze funktioniert, hoffentlich. So Leute, dafür gehen wir jetzt erstmal /Troll ein und dann bekommen wir dieses Troll-Menü. Und wenn wir da draufklicken, können wir hier einmal den Game-Mode deaktivieren, aktivieren und uns natürlich Vanish machen. So, die Spieler sehen dich nicht mehr. Das sollte soweit geklappt haben. Ihn hier können wir vielleicht als erstes verarschen. Und zwar indem einfach die Blöcke mal unterbanken. So, also was gibt's denn hier? Effects gibt es. Jump Boost. Fangen wir es darum. Okay, ist das für wen ist das? Für alle? Oder? Ich probiere es einfach mal ganz kurz aus. Vielleicht erstmal was Slowness. Haben das jetzt alle bekommen? Ich weiß nicht, schnell wieder entfernen. Hi, schreibt er. Ich glaube, ihn müssen wir erstmal hier gucken, dass er das nicht verrät oder so. Oh Gott, jetzt haben durch die Effekte schon alle. So, okay, also TP All gibt's. Es gibt hier sehr viele Sachen. Animal Spawner. Okay, ein Schwein. Ja, was muss ich da jetzt machen? Hallo? So, was schreibe ich da jetzt rein? Die Anzahl oder so? 100? Ich war dann 102, ne? Ah, ich muss die, glaube ich, setzen. Oh Gott. Ja. Gut, habe ich gesagt, dass da 100 Schweine sind? Ja gut, die Runde läuft noch ein bisschen fail, weil ich das noch nicht genau kenne. Du hast einen Fireball. Fireball-Stick. Ups. So, dann sind die Schweine auch weg. Die Insel ist ein bisschen kaputt. Aber ja, das ist was anderes. Bows, was haben wir hier? Lightning Bow. Lightning? Oh. Na du. Komm, wir helfen ihm mal mit dem Villager oder so. Oh nein, die arme Hexe. Wir brauchen einen Villager, Leute. Ich kann ja einfach das Item benutzen. Ich wollte immer /Tor eingeben. Aber ein Animal, und zwar... Wo ist das? Dorfbewohner. Spinne. Creeper, Hexe, Blaze. Nein, nicht sterben. Darf nicht sterben. Geh ins Wasser. Ups. Warte, warte. Wir machen ihn jetzt zu unserem OP-Spieler. Hier. Nimm das, 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 das. Das nimmst du ja. Okay. Und jetzt hol dir ganz viele... Warte. Ganz viele... Stone-Dinger. Hör auf, Hexe! Kleiner Schlingel. Hör auf, den Spieler abzuwerfen. So, okay. Er braucht ein bisschen Heilung. So, okay. Bow, Knockback Bow. Okay, warte, das probieren wir mal an einem anderen aus. Kräftig. Wow! Wahrscheinlich fliegt er so weit. Ja, moin. Ja gut, habe ich gesagt. So, und die Players, da kann ich euch wahrscheinlich... Oh, lol. MLG, Fly, Spam. Nice. Ja, nice. Ich kann die Spieler so auswählen. Kann ich auch mit dem so... Lol. Ne, okay. Ne, okay, das kann ich noch nicht. Aber man kann die Spieler so auswählen. Und dann wartet.
Ich möchte mal, dass der hier crazy wird. Wo ist denn der Typ? Warte mal, mein Dia-Typ, der soll erstmal noch ein bisschen überleben. Weil wir haben seinen Villager weggesprengt. Aber ey, das ist dieser Baumtyp. Der Baumtyp, der soll einfach mal ein MLG machen. Oh. Ja gut. Der MLG hat auf jeden Fall... Ey! Ja, ich zeig dir gleich, ey. Animal Spawner. Ich würde mal sagen, so ein paar Blazes. So vielleicht 3. Wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. Die verstecken wir mal hier oben. Brrr. Okay, das war... Ja, so ist okay. Und jetzt... haben wir das Blaze-Ding. Warte, wir lassen den mal das Ganze spawnen. Wir lassen ihn mal das Ganze spawnen. Das ist ja, wird ja mega witzig. Okay, warte. Er hat hier ein paar Endermalb. Und zwar nehmen wir mal 100 davon. So. So, hier. Spawn das. Spawn das. Los, komm. Spawn es. Aktivier es. Drück es drauf. Komm. Tu es. Ja, ja, ja. Nein. Ja, das, du hast ein Item. Hallo. Da. Klick drauf. Lass es spawnen. Nein! Mach es! Los! Aktivier es! Hier! Drück drauf! Ja! Ups. Hier, du kriegst noch eins. Lightning! Lightning! Explosion! Boah! Gewitter, Gewitter! Darf sich nicht immer einbauen, du Feigling! Voll der Feigling, Leute! Hier, warte, ich job ihm was. Spawn das! Spawn das! Los, spawn es! Ey! Oh, du bist so ein Feigling. Er ist so ein Feigling, Leute. Dafür wird er sterben. So, weg mit dir. Okay, der andere kriegt jetzt diese krasse hier. Komm. Das war dein Untergang. Oh Gott, nein! Er hat sich selber damit umgebracht. XD, Alter. Leute. Okay, du musst den neuen Fly. Fly. Ja, moin. Der geht ein bisschen schneller und, ja, vielleicht auch ein bisschen höher. Aber... oh, er ist im Wasser getroffen. Das wollten wir aber gar nicht. Was ist denn Alpha-Nummer? Das ist dieser Baumi. TNT sollst du machen. Ah. So, okay, wen haben wir denn noch? Ach, das ist eben nur noch die zwei. Okay, dann müssen wir einen epischen Kampf in der Mitte machen. So, okay, also der eine kriegt hier diesen Knockback-Bow. Dazu natürlich noch ein Pfeil. So. Oh, dann, ich weiß gar nicht, ob ich den her teleportieren kann. Ich habe ja keine TP-Rechte. Aber komm mal mit. Komm mit, Alpha. Ganz definitiv in die Mitte. So. Ja, komm mal da runter. Jetzt müssen wir den anderen noch herholen. Wo ist denn der? Komm mal her. Du checkst das. So, und du kriegst den Lightning. Komm her. Lightning. Nein. Da unten. Der Bogen. Jetzt brauchst du noch Pfeile. Pfeil. Ja. So, hier. So, und jetzt kämpft. Kämpft. Hier, ich drop dir das. Und dir drop ich das auch. So. Nein! Er hat sich auch damit umgebracht. Ihr müsst das schlau einsetzen. Komm. So, greif an. So. Okay, weiter nicht. So.
Ich hab ganz viele und du auch. So. Und du kriegst hier Fireball Stick. Nimm ihn dir. Geht das? Er bringt sich selber damit um. Ja, moin. Es ist auf jeden Fall relativ spaßig mit dem neuen Dings hier. Ich würde aber sagen, oh! Mein Gott! Was ist das, Leute? Guckt euch mal diesen Explosionspfeil an. Der zerstört alles. Boah. Alter. Macht das Spaß. Guckt euch das mal an. Der, hier, guck mal, die ganze Insel. Bam, weg. Da hinten. Bam, weg. Wenn ich genau in die Mitte schieße. Bam, weg. Wack. Was? Die ganze Mitte ist weg. Okay, Leute. Ich wünsche den zwei auch auf jeden Fall viel Glück. Sie haben beide die gleich ausgeglichenen Sachen. Und dann, ja. Ihr habt beide gewonnen. Gewonnen. Das wird schon. Er baut sich erstmal hoch. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Testfolge des neuen Troll-Plugins gefallen. Es kann sein, dass es ein bisschen kürzer wird oder vielleicht auch einfach normale Länge. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem cool. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt haut rein, Leute. Ciao, ciao.